begrüße euch sehr herzlich zur Pressekonferenz des FSV Frankfurt vor dem Spiel am Sonntag bei RB Leipzig. Statistisch gesehen kann ich heute leider nicht glänzen, aber dafür habe ich mir Verstärkung geholt. Ich begrüße heute neben unserem Cheftrainer Benno Möhlmann auch unseren Kapitän Manuel Konrad. So wollen wir es auch in Zukunft halten, dass wir immer noch einen Spieler mit dazu nehmen, den ich dann auch auf der Einladung verkünde, sodass ihr euch auch darauf einstellen könnt und vorbereiten könnt. Aber beginnen wollen wir natürlich wie immer mit unserem Cheftrainer Benno Möhlmann. Bitte schön. Ja, wenn ich noch ganz kurz aufs letzte Wochenende eingehen darf, dann denke ich, haben wir doch es hinbekommen, dass wir mit einer sehr guten Mannschaftsleistung, ja, und letztlich auch einem verdienten Sieg da gut aus der Winterpause rausgekommen sind und uns dieser Auftritt eigentlich auch das Selbstbewusstsein und auch das Vertrauen für die weiteren Aufgaben geben sollte. Wohlwissend immer, dass es wirklich auch darum geht, die Leistung, die wir da auch gezeigt haben, immer wieder als Basis auch abzurufen. Die Geschehnisse in Leipzig mit der Trennung da vom Trainer möchte ich nicht kommentieren. Ich will auch keine Einschätzung geben, wie sich das auswirken könnte, sollte, müsste, oder weil ich es einfach auch nicht kann. Und insofern denke ich auch, dass wir es damit belassen sollten, zumal ich ja auch schon am letzten Freitag, wenn zumindest die, die hier waren, sich richtig erinnern, schon gesagt habe, dass es in erster Linie auf uns ankommt und nicht auf, und wir den Ansatz nicht bei den Gegnern suchen sollten, sondern bei uns, bei unserer Motivation, bei unserer Bereitschaft, bei unserer Einstellung. Und letztlich ist auch die Leistung und die Qualität, die wir dann auf den Platz bringen, entscheidend, wie viele Punkte und wie gut wir letztlich sind. Ich habe auch gesagt in der letzten Woche, dass es hier bei uns ja in dem personellen Bereich, bei der Größe des Kaders, aber auch bei der Ausgeglichenheit des Kaders einfach immer sehr knappe Entscheidungen gibt in der Kaderzusammenstellung, in der Benennung der Startelf dann letztlich. Und das ist auch für dieses Wochenende nicht anders, auch wenn wir ja leider schon feststellen müssen, dass neben den Langzeitverletzten Jelen und Epstein und Pagenburg dann letztlich wohl doch auch der Vincenzo Grifo und der Patrick Schor wegen starker Grippe ausfallen werden, dass auch Fratontoski nach einer Verletzung im Fußbereich des Delta-Bandes nicht zur Verfügung steht und dass höchstwahrscheinlich auch Hanno Balic nicht mitfahren wird bzw. zum Einsatz kommen wird, obwohl wir das auch erst endgültig dann morgen bestimmen werden, genauso wie dann auch die endgültige Zusammensetzung des Kaders, der nach Leipzig mitfährt. Wir haben dann ja, am Sonntag halt die nächste Möglichkeit, Punkte zu holen für uns, und ich erwarte schon, dass wir das auch zeigen, dass wir eine Leistung auf den Platz bringen, die dokumentiert, da steht eine Mannschaft, die versucht alles, um letztlich auch was Zählbares mit nach Hause zu nehmen. Schönen Dank. Vielen Dank, Herr Möhlmann. Dann würde ich gerne unseren Kapitän Manuel Konrad noch einige Fragen stellen. Das Trainingslager war ja sehr anstrengend, wie ich auch mitbekommen habe. Ihr habt ein bisschen gestöhnt, aber letztendlich scheint sich das ja ausgezahlt zu haben. Es wurde vor allem eure Fitness auch gelobt beim letzten Spiel gegen Nürnberg. Wie siehst du das? Ja, das war mit Sicherheit eine sehr intensive Vorbereitung im Winter, aber wir wissen alle, dass wir die Power brauchen für die Rückrunde, um die Ziele zu erreichen. Ich denke, wir waren auf dem Punkt da, wir waren spritzig gegen Nürnberg. Und das wird sich ausbezahlen in der kompletten Rückrunde. Auch die Stimmung war sehr gut diese Woche. Ist das alleine auf den Sieg jetzt gegen Nürnberg zurückzuführen? Ja, auch. Ich denke, wir wissen alle, dass wir ein knackiges Programm vor uns haben.
Und wir wollten einfach erfolgreich in die Rückrunde starten und das ist uns gelungen. Und so ein Sieg trägt natürlich immer dazu bei, dass die Stimmung ein bisschen steigt. Und das geht hoffentlich auch in Leipzig so weiter. Wie schätzt du die Mannschaft von Leipzig ein? Ja, Leipzig hat natürlich eine hohe Qualität im Kader, haben sich im Winter nochmal verstärkt in der Offensive. Ja, ich erwarte auf jeden Fall ein temporeiches Spiel. Sie hatten ja jetzt nicht den optimalen Start und mit Sicherheit wollen sie die 3 Punkte zu Hause lassen. Aber wir versuchen mit der gleichen Leidenschaft wie gegen Nürnberg zu Werke zu gehen und ja, am besten die 3 Punkte mitzunehmen. Ich habe auch schon erfahren, dass du noch nie in Leipzig gespielt hast. Das ist ein WM-Stadion auch. Ist es für dich als Fußballer, der schon einiges erlebt hat, trotzdem noch etwas Besonderes, in einem Stadion zu spielen, im großen Stadion auch zu spielen, in dem du noch nicht gespielt hast? Ja, ich habe schon von vielen gehört, dass das Stadion auf jeden Fall sehenswert ist. Und ich bin gespannt. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Stadion. Aber vielmehr ist das Spiel wichtig und da möchte ich am besten gewinnen und dann ist das andere nicht so wichtig. Vielen Dank. Ich habe vorerst keine weiteren Fragen mehr. Gibt es noch Fragen an den Trainer oder Manu Konrad von eurer Seite? Anscheinend nicht. Dann sehen wir uns hoffentlich am Sonntag in Leipzig. Bis dahin. Tschüss.